Wow. Wow. Gerade noch erwischt. Jawohl, komm her. Keine Angst vor dir. Der attackiert halt schon verdammt schnell. Wow. Sehr nice. Hey Feuergamer, mein Name ist DeLorean787 und ich zocke heute mit euch Until You Fall, da könnt ihr es schon sehen. Ja, das Spiel, das wurde von dem Team, das hinter I Expect You to Die steckt, entwickelt. Ist sehr, sehr geil, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ist ein kleiner Süchtigmacher. Aber ich hätte gesagt, wir legen direkt los, wie immer. Und seht doch einfach selbst. Bis gleich. Okay, da sind wir schon. Ja, wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen gespielt. Ich fange aber mit euch mal einen neuen Spielstand an. Face the Flame. Okay. Servus. Geile Hände. Okay, Waffe einlegen und gleich mal blocken hier. Oh. Sehr herausfordernd. Okay, angreifen. Jawoll. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Ja Leute, wir können uns jetzt hier frei bewegen. Ist zwar etwas langsam, oder wir können hier so dashen. Auch sehr geil gemacht. Okay, jetzt geht's ja gleich richtig los. Okay, wir haben auch noch einen Quick Turn. Wow! Ja, das Dashen, das macht auch gleich mal richtig Schaden. Sehr geil. Ja, und jetzt kriegen wir dann die ganze Zeit so Upgrades. In dem Fall jetzt hat nur eins, da können wir uns heilen, sehr sinnfrei irgendwie. Aber die droppen auch immer random. Wie ich das bis jetzt gesehen habe. Okay, ja, wir können uns jetzt halt hier quasi jedes Mal die Stats anschauen von den Waffen, die wir haben. Mit dem Trigger machen wir das, quasi an der rechten Hand oder für die linke Waffe an der linken Hand. Ist auch sehr geil gemacht. Hallo, ich kann nicht vor. Okay, wir warten einfach und blocken. Und immer dran denken, weiter Swings. So, was haben wir jetzt hier? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, Leute, das ist schon mal sehr geil. Ein Leben mehr. Das nehmen wir natürlich gleich mit. So. Nächste Etappe. Follow through, Champion. Strike them down. Okay, mache ich. Boah. Oh, 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 oh. Au. Dein Sackgesicht. They stand no chance. Okay, wir müssen blocken. Bam. Und noch ein. Remember, wider swings. Ja, ich erinnere mich. Okay, aufpassen. Auf. Gut, dass das nichts abzieht vom Leben, wenn die einen so zurückstoßen. So, was bekommen wir jetzt hier? Dash Damage, okay. Mehr Kombos und 15 Acer, das nehmen wir mal mit. Damit können wir uns dann nämlich neue Waffen kaufen und auch Upgrades für die Waffen. Okay. Da ist auch noch einer. Oh oh. Oh oh. Zwei auf einmal ist unfair.
Okay. Die haben wir auch. Wow, noch mehr Leben. Sehr geil. Auf jeden Fall mitnehmen. Diese kleinen Mini-Bosse oder was auch immer das dann sind. Die sind nicht ohne. Okay. Ja gut, da können wir ins Menü gehen jederzeit. Wir haben dann auch noch ein paar Einstellungen. Wir können auf jeden Fall die Vignette ausschalten. Und wir können uns hier den Room Scale ein- und ausschalten. Grafikeinstellungen können wir eigentlich hier so nur das Anti-Aliasing und Schatten machen. Machen wir uns mal die Schatten ein bisschen hoch. Show Settings, ich hoffe, das packt mein Rechner. Resume. Okay, und los geht's. Oh, oh, oh. Hallo, ich hab gesagt, zwei auf einmal ist unfair. Ja, Leute, da spart ihr euch auf jeden Fall das abendliche Fitnesscenter. Wow. Fuck, der hat mich getroffen, der Arsch. Komm her. Ja, Leute, und grafisch ist das Game natürlich schon echt der Burner, ne? Schaut schon sehr, sehr geil aus. Was haben wir hier? Da kann ich mich wieder heilen. Mehr Acer. Ne, ich heile mich wieder. Und weiter. Good. Push forward. Bam, bam, bam. Oh, 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 oh. Oh oh. Erstmal dahin. Okay. Okay, jetzt können wir den machen. Jawohl. Ja Leute, und da steht doch schon hier dieser hässliche Typi, gegen den wir mal kämpfen müssen. No. Oh no! Creatures of this far afield. It's too soon. Was macht der? Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Komm. Was geht denn mit denen ab? Until you fall. Now you see why I have restored you. Rokar is no more. Should that creature continue unabated? Ja Leute, das ist jetzt hier unser Restore-Room quasi. Da sehen wir unser Acer, was wir gesammelt haben. Und hier werden wir dann später neue Waffen finden. Und hier kriegen wir dann den Upgrade für die Waffen. Eine kleine Trainingspuppe. Okay, weiter geht's. Face the Flame, ja. Warum ist die immer links? Jetzt kriege ich meine Spezialattacken, das ist sehr geil. The power contained within each weapon will activate. Ja. Call upon it and okay. Show these creatures your true strength. Das ist nice. Good. Again. Okay, Schild. Waffe auswählen und Schild, jawohl. Hallo. Mit dem Schild bräuchte ich jetzt rein theoretisch gar nicht blocken. Wow, was ist das hier? Upgrade super, okay. Box with the Sweepen, deal 25 mal Guard Damage, okay. Trade Sockel ist ein extra Sockel. Ich glaube, wir nehmen das hier fürs Schwert. Immer dran denken, die Upgrades dann mit der Hand nehmen, welche Waffe ihr auch dann upgraden wollt. Okay, ich richte mich mal ein bisschen besser wieder aus hier. So. Sehr nice. Ja, wir haben hier sogar einen kompletten Körper.
Okay, Sockets Fall. Das ist ein extra Sockel, den wollen wir nicht. 50 Aether, den nehmen wir mit. Jetzt habe ich natürlich meine schönen 5 Leben wieder verloren. Face of Flame. Oh nein, und jetzt kommt auch noch dieser blöde Boss hier. Komm her. Wow! Gerade noch erwischt. Jawohl, komm her. Keine Angst vor dir. Der attackiert halt schon verdammt schnell. Wow! Sehr nice. Bist der gar nix. Was ist das jetzt hier? Sockets voll. Na toll. Alles für den Arsch. Was mache ich jetzt, wenn das alles für den Arsch... Ah, warte mal. Hier, linke Hand. Okay. Was war das hier mit Crit? Das hört sich doch gut an hier. Nehmen wir gleich mal für die linke Waffe. Okay, ich face the flame. Da kommt er gleich nochmal. Wow, wow, wow. 2 Sumpfe habe ich gesagt, Leute. Dafür kriegst du den hier. Okay, wir haben jetzt das Schild. Sehr nice. Los geht's. Gleich mal Schild aktivieren. Sehr nice. Wow, scheiße. Ein Leben nur noch. Jawohl. Puh, Glück gehabt, hä. Ich brauche Leben. Was ist denn das hier alles? Crit Damage plus 2, Max Healed minus 1. Oha. Aber nicht gut. Okay, wir nehmen uns noch einen dritten Sockel mit für das Schwert. Aber Leute, ich brauche Leben. Dafür echt kein Bock. Boah, okay. Jetzt wird's interessant, Leute. Den Boss, den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Hier müssen wir jetzt noch ausweichen dazu. Okay, lean in the indicated direction to dodge. Den werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Aber das ist dann schon echt ganz schön viel mit den Abblocken und Ausweichen. Puh, und der ist so groß, der Arsch. Oh, oh. Und dann auch noch schlagen mittendrin. Echt stressig. Oh, oh, oh. Das hätte ich ausweichen sollen, okay. Wie viel Leben hat der verloren? Okay. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Oh, okay. Das versuchen wir nochmal. Kann ja nicht so schwer sein, der Typ. Ja, nicht schlecht. 102 Acer. Spricht man das so aus? Acer? Keine Ahnung. Aether. Welcome back, Champion. I have made some progress. Ja, Logo, jetzt kann ich mir die Axt holen hier. Sehr nice. Equip yourself, Champion. Die hole ich mir für die linke Hand. Oder, kann ich mir die jetzt nicht in die rechte Hand noch legen nachträglich? Schaut nicht so aus.
Warte mal, wenn ich jetzt... Shit. Achso, warte mal, ich nehme jetzt das in die linke Hand. Dann kann ich die in die rechte Hand nehmen und das Schwert in die linke Hand. Sehr schön, so funktioniert das. Okay, jetzt können wir uns für die Axt hier gleich mal ein Upgrade kaufen. Damage runter, Heals Damage runter und dafür Combo hoch. Ach ne, warte mal. Schmarrn, was mache ich denn? Das ist ja hier die Waffe. Upgrades kann ich mir gar nicht kaufen. Okay, egal. Dann geht's weiter. Wow. Mist. Die Axt ist sehr nice. Wow, wow, wow. Okay, den haben wir. Komm schon langsam ins Schwitzen hier. Nimble Dash Charges regain 25% faster, okay. 15 Aether. Und nochmal ein extra Sockel für die coole Waffe hier. Aber dann verliere ich wieder eine Heilung, das ist auch nicht gut. Drei Heilungen ist eh schon knapp. Face the Flame, wie oft denn noch? Okay. Gleich hier auf beide konzentrieren. Wow. Hallo? Jetzt auf. Oh, scheiße, Mann. Schlecht geblockt. Opfer. Wow. Okay, weiter. Puh, Leute. Max HP minus 2. Heals Damage. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ob sich das so lohnt. 25 Acer. Dreier-Kombo. Ich probiere das jetzt einfach mal. Okay, ein Leben verloren. Jetzt komme ich natürlich dann mit einem Leben zum Boss. Das ist sehr geil. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo ist der jetzt hin? Lauter so fiese Typis hier. Wow. Okay, das verkacke ich jetzt wohl schnell. Okay, Leute. Was geht denn hier ab? Puh, Leute. Ja, das ist Etappe 3. Rise again. Total Acer 174. Schon mal sehr geil. Mal gucken, ob ich mir jetzt noch hier so Waffen-Upgrades kaufen kann. You have returned. Good. Oh, da ist schon eins. Sehr nice. The forge is slowly returning to its former glory. Das holen wir uns natürlich gleich. Dann könnte ich mir sogar gleich nochmal eins holen für die Axt. So, und dafür langt das Geld nicht mehr. Die Stufe kostet jetzt 130. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Falls ja, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da und vergesst bitte das Abo nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!